Hallo alle Stehkopffreunde. Heute muss ich euch alle Stehkopffreunde nennen, denn alles steht Kopf. Ja, und die sieht ganz vorne so aus. Ich stelle sie mal lieber hin. So, da seht ihr sie nochmal. So sieht aus. Und ja, da ist, also ich erkläre euch mal, ja, was da so drauf ist. Also, da ist so eine Frau oder ein Mädchen, was die Hände nach oben macht und sich freut und lacht und ein grünes Kleid anhat. Aber ihre Haut ist ja Hautfarbe, wie wir Menschen. Und ihre Haare sind blau. Ja, und neben ihr rechts, da ist noch so ein Mädchen, aber mit grüner Haut und grünen Haaren und einem grünen Kleid. Und da sieht man noch so ein, ja, noch so was Kleines Rosanes an ihrem Hals, ein Halsband vielleicht. Ja, die sieht hübsch aus. Und da unter ihr ist so ein blauer, aber mit blauer Hand. Also Haut. Blaue Haare, hat so einen Wollpulli an mit einer Hose und die Brille. Und guckt irgendwie traurig. Neben ihm links ist irgendwie so ein böser Mann. Der ist zwar auch mit dabei, der ist zwar nicht so richtig böse, aber er ist halt mal so. Er hat rote Haut, ist ja, in so einem Kostüm angezogen, kein Kostüm, sondern so ein T-Shirt, eine Krawatte und noch eine braune Hose und schwarze Schuhe. Und sieht ganz böse aus. Also er freut sich auf jeden Fall nicht. Dann neben ihm links ist noch so ein Mann, der irgendwie Angst vor ihm hat. So, er hat sich erschreckt. Und ja, er hat so große Augen und ist so angezogen und ja, ist irgendwie so dünn und lila Haut, ganz komisch. Naja, aber am besten gefallen mir die ganz rechts, die zwei. Die mit der grünen Haut und die mit der blauen Haut. Die mag ich ganz gerne. Ja, und dann drehen wir mal um. Da seht ihr nochmal hinten, welche Serien da gibt's. Und ja, sie fahren auf einer Achterbahn. Und da ist noch eine Serie. So ganz rechts, da wo der böse Mann schon wieder so böse guckt. Dann ganz links sieht man noch was, wo diese lustige Frau was draufdrückt mit allen anderen. Und rechts, also ganz in der Mitte, ist dann so ein Elefant und da ist noch dieser mit der blauen Haut und das Mädchen schon wieder, was diese goldenen Kugeln hat. Und ganz rechts noch, da hält dieses Mädchen schon wieder so eine goldene Kugel und dieser mit der blauen Haut, der freut sich und guckt so richtig schön. Er lacht irgendwie, aber sieht ein bisschen ernsthaft aus. Er mag's bestimmt, wenn es so ruhig ist und ja nicht so viel passiert. Ja. Ja, und ganz links ist da noch eine Null. Und ich denke so, das heißt also, dass nulljährige Kinder das schon gucken können. Also sogar, wenn sie noch so klein sind. Da passieren zwar ein paar Dinge, die nicht so gut sind, aber dann können die Erwachsenen den Kindern einfach die Augen kurz zuhalten und wenn dann etwas Gutes kommt, wieder aufmachen. Ja, aber das ist eigentlich was ganz Normales. Ich habe zwar den Film ja schon gesehen, deswegen kann ich es schon sagen, dass da ja was Gruseliges schon passiert. Das haben wir auch gerade bei der Achterbahn gesehen. Ja, aber das ist eigentlich für ganz kleine Kinder gedacht. Ich habe schon so viele von den CDs.
Deswegen. Ja, und ich hoffe, euch gefällt diese CD. Ja. Ja, und jetzt packen wir die CD aus. Denn wir müssen es ja noch auspacken und dann zeigen wir da innen drinne, wie es dort aussieht. Da ist bestimmt noch ein Heft. Ja. Jetzt haben wir sie ausgepackt. Müssen wir es nur noch aufmachen. Oh, wie schade. Ein Heft ist da leider auf dieser Seite nicht drin. Obwohl da doch so eine Stange ist. Na egal. Hauptsache, die CD ist da drinne. Denn die muss da sein. Ja, ich halte sie euch mal richtig rum. Na, da. Ja, und so sieht sie eben aus. Und ja, alles steht Kopf, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, so ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt es einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt mir doch in den Kommentaren, es würde mich sehr freuen. Und ich habe schon ein nächstes Video für euch vorbereitet. Und falls es schon wieder eine CD auspacken habe ich schon eine Idee, ein nächstes Video mit so einer CD auszupacken. Also vielleicht mit einer anderen. Also, tschüss.